wenn der Geist, sagen wir mal so, davon überzeugt ist, dass die Information ihm auch was bringt. Ja. Also nur wenn es als wichtig deklariert wird, also wenn man es jetzt irgendwie, weil ansonsten verwirrt dich ja alles. Dann machst du das eine, dann machst du das andere irgendwie und im Endeffekt weißt du nicht mehr, was du am Anfang gemacht hast. Du hast dazwischen ein Wort genommen. Wenn es nicht koordinierbar ist und nicht wahrnehmbar ist, hast du jetzt gesagt, ansonsten ist es... Nicht die Wichtigkeit, wenn dein Gehirn das nicht als wichtig einschätzt, dann wirst du diese Information ziemlich schnell wieder verlieren. Das wird dann auch nicht bedeuten, dass du jetzt irgendwie neue Nervenstränge... Also zumindest, was ich mal gelesen habe, das ist schon ziemlich lange, dass sich das verfestigt im Gehirn, dass sich dann neue Neuronen bilden irgendwie in dem Bereich. Ja, du hast in einer gewissen Weise recht. Der Beweis ist definitiv erbracht, denn Mr. XIT, Deutsche Börse, wenn es um Geld geht, da hat er ein Elefantengedächtnis. Das ist, glaube ich, besser als Goethe. Sobald es aber andere oberflächliche Sachen sind, wo er was ablegt oder versteckt etc. pp., da hat er nachrangiges Erinnerungsvermögen. Da hast du genau recht, weil er sagt, das habe ich in einer vielfachen Weise vorhanden. Wenn das eine mit dem Schlüssel da liegt, dann habe ich da einen Reserveschlüssel und da einen Reserveschlüssel. Da weiß er jetzt nicht, wo hat er den Bund hingelegt oder den. Genau das Gleiche. Ja. Aber sobald es um die kalte oder warme Währung, ne, je nachdem, ne, oder heiße Währung geht, weil das eben sein Lebensbusiness war, da ist er absolut im Erinnerungsfokus. Und dann macht's das hat ja jetzt nichts mit Intelligenz zu tun. Das sind ja Informationen, die abgespeichert sind. Und in den Bereichen, in denen er sich halt auskennt, dann hat er halt irgendwie die ganzen Informationen und dann läuft halt wie so eine Art Film ab im Kopf, der ihm alle Informationen wieder gibt. Ja. Also aus dem Bereich und die er dann halt verknüpfen kann. Aber das sind ja keine neuen Verbindungen, das sind ja alte, bestehende Verbindungen. Kommt vielleicht mal irgendwie eine neue, irgendwas Neues dazu. Aber im Endeffekt sind es ja Informationen, die er schon gespeichert hat. Ja. Aber es ist hochinteressant. Es ist hochinteressant, weil er ist ja ein Genie, was IT angeht, ne? Also, ja. Es ist phänomenal. Was kann man alles machen, IT-mäßig? Also programmieren dann oder was weiß ich, Programme halt bedienen oder also was KI arbeiten oder? Also ich war ja in der Deutschen Börse zu seiner Zeit nicht dort. Ich war zwar bei der Einführung und habe Wim Duisenberg kennengelernt. Das war die Euro-Einführung 2002. Und dann war ich nochmal dort, da war Frau Lagarde da, EZB-CEO. Wo warst du da, im Parlament oder was? Nein, in Frankfurt. In Frankfurt? Ja. An der Börse dann praktisch? Ja, genau. Und da habe ich dann unter anderem auch den UBS, Europe CEO kennengelernt, den Herrn Peter Faes. Also UBS, ne? United Banks of Switzerland. Und die haben sich dann auch wieder gefragt, wie kann ein Fahrrad hier in die Bank kommen? Sie sind doch ein Risiko. Kennen Sie Herrhausen? Sage ich, ja, ich kannte Herrhausen, weil es ist ja Vergangenheit, was da passiert ist, ne? Alfred Herrhausen, ne? Und dann sage ich, ich weiß, der ehemalige deutsche Bundesbankchef, den sie ermordet haben. Irgendwelche Terroristen wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, RAF oder sowas. Wahrscheinlich, ja. Aber und dann? Aber es ist nie rausgekommen, wer es wirklich war. Ja, das kann man nie wissen, wer solche Taten vollzieht. Wie gesagt, dann Hans-Martin Schleyer, ne? Und
Vor meiner Haustür ermordet worden damals. Der ist in Karlsruhe ermordet worden. Ja, ja, nicht nähere Angaben, bitte. Ja, ja, bitte. So. Nee, ich meine nur, das ist ja schon Ewigkeiten mehr. Da haben sie in Karlsruhe alles gesperrt gehabt, irgendwie. Ja, eine Riesenverhandlung in Karlsruhe. Den Fahrer haben sie auch noch erschossen. Da kann ich mich echt noch gut dran erinnern. Da war ich vielleicht so 15 oder 14, ich weiß nicht mehr genau. Ja, ja, ja. So, um den Dreh. Ja, und wie gesagt, ich habe ja mich entschuldigt heute beim BGH und habe gesagt, und deswegen habe ich ja so lachen müssen. Und dann bin ich in einem Gespräch mit dem Fahndungsleiter in Nürnberg und plötzlich ist der Stefan schon wieder Karlsruhe am Apparat. Da denke ich, ja, heute habe ich es mit Karlsruhe. Lass mich in Ruhe, ich fahre nach Karlsruhe. Aber wie gesagt, ja, ein bisschen Fersen muss man doch dürfen. Erinnert mich dran, was hast du mir erzählt irgendwie? Was weiß ich? Was eine Frau mit so dicken Beinen vorbeigelaufen ist. Beine wie die Schweine. Und das ist aus meinem Mund entwichen? Genau so ein Spruch. Beine wie die Schweine. Ja, weil sie halt so gelaufen ist. Wahnsinn. Ja, wirklich der Wahnsinn. Das kam irgendwie, was weiß ich, das kam so unvermittelt. Ich dachte, ach, die hat eklige Beine. Und dann nur, Beine wie die Schweine. Das ist unglaublich. Normalerweise habe ich da kein Auge dafür, weil das keine Ästhetik ist für meine Augen. Ästhetik die Augen quält. Ja, aber sie ist, sie, ja, das gibt's auch. Es gibt Worte, die das Gehirn quälen und es gibt Bilder, die das Gehirn quälen, das Auge. Optische Reize, die das Auge quälen. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. 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 Entertainment. Ja, das ist Goethe-Input. All in. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, man ist echt lustig. Ja. Wie gesagt, das ist Therapie, ne? Ich war Psychologie beim Therapeuten in seinem Leben, aber. Ne? Ja, ja? Es muss ja noch ab und zu etwas. Es muss ja ab und zu etwas noch zum Lachen sein. Hast du manchmal Monk angeguckt, Winnie? Monk? Monk? Noch nicht? Weiß noch nicht. Gehört? Dieser Detektiv. Mit Zwangsstörung, ein ehemaliger Polizist, das ist so lustig, ey. Das ist wirklich der absolute Knaller. Okay. Ich habe alle Folgen gesehen, irgendwie im Laufe der Jahre, aber das war wirklich so witzig. Ein Typ halt mit so Zwangsstörungen. Also, weißt du, was Zwangsstörungen sind, oder? Ja. Und der halt, was weiß ich, jeder hat vielleicht irgendwie die eine oder andere Marotte, aber jemand, der alle möglichen Marotten hat und vor allen möglichen Angst hat und irgendwie völlig genial ist, das ist wirklich skurril. Also das muss man mal irgendwie eine Folge angucken, das ist wirklich total, total cool. Es gab Fälle, die er immer löst mit seiner Genialität irgendwie, das ist schon absolut der Hammer. Aber jemand, der sich dann praktisch immer, was weiß ich, selber im Weg steht durch seine Zwangsstörung. Unfall.